melden uns heute zum Thema abschließende Bestandesführung in der Wintergerste von unserer Versuchsstation in Weikendorf. Wie in den vorangegangenen Bestandesführungsvideos kennt ihr die Bestände ja schon. Wir haben hier zu drei unterschiedlichen Saatzeitpunkten Wintergerste mit unterschiedlichen Saatstärken ausgesät. Einerseits eine mehrzeilige Sorte wie die neue Sorte Sensation oder die zweizeilige Sorte Suez. Jetzt hier im frühesten Aussaatzeitpunkt, das war der 15. November, Saatstärke 270 Körner pro Quadratmeter bei der mehrzeiligen, 300 Körner bei der zweizeiligen. Die Bestände sind schon sehr weit entwickelt, die Ähren komplett geschoben. Von den aktuellen Maßnahmen her, wer noch keinen Abreifeschutz gesetzt hat, bitte brandaktuell aufgrund der jetzt doch feuchten Witterung. Wir haben zwar wenig Krankheitsdruck in den Beständen momentan, aber aufgrund der feuchten Witterung Krankheitsdruck zu erwarten. Schwerpunkt sollte hier natürlich liegen auf der Ramularia. Aufgrund der Situation, dass wir heuer eben dieses Chlortalonil nicht mehr zur Verfügung haben, Kombinationen von guten Carboxamiden mit einem Wirkstoff wie Folpet oder den diversen Schwefelprodukten, um die Ramularia so weit als möglich in Schach zu halten. Ein paar Worte noch zur Düngung bei sehr frühen Aussaatzeitpunkten. Die Düngung sollte hier natürlich abgeschlossen sein. Immer wieder die Frage, Düngung in der Gerste auf 2 Gaben oder auf 3 Gaben, für Veredelungsbetriebe eventuell auf 3 Gaben, für Marktfruchtbetriebe eher auf 2 Gaben ausreichend. Wir haben dazu aber heuer einen Versuchsstandort in Oberösterreich bei der Familie Kastenhuber, wo wir genau dieses Thema behandeln und dann im Herbst Ergebnisse präsentieren können, wie es sich auf die Qualität und auf die Erträge auswirkt. So, jetzt befinden wir uns im Aussaatzeitpunkt 8. Oktober, durchaus üblich für die Wintergerste, gerade im Vorjahr aufgrund der Witterungsbedingungen. Der vorige Aussaatzeitpunkt war eben der 15. September. Hier haben wir die Saatstärke am 8. Oktober dann auf 300 Körner bei der mehrzeiligen Sorte Sensation und auf 330 bei der zweizeiligen Sorte Suez erhöht. Jetzt aktuelle Bestandesentwicklung und Bestandesführungsempfehlung. Keine Unterschiede zu der sehr früh ausgesäten. Alle Ähren sind soweit geschoben. Abreifeschutz höchste Zeit und Düngung sollte soweit abgeschlossen sein. Jetzt befinden wir uns vor dem letzten Aussaatzeitpunkt. Hier wurde natürlich deutlich zu spät, aber auch voriges Jahr in der Praxis durchaus üblich, noch sehr spät Wintergerste ausgesät. Es war der 13. November. Die mehrzeilige Sorte Sensation wurde mit 330 Körner pro Quadratmeter ausgesät, die zweizeilige Sorte mit 360. Aufgrund der Witterungssituation im heurigen Jahr, niederschlagsreich, kühler, haben sich auch die sehr spät ausgesäten Gersten noch ideal entwickelt. Der einzige Unterschied hier etwas früher in der Entwicklung die Sorte Sensation. Fast alle Ähren geschoben, noch einzelne unterständige Ähren im Grannenspitzen oder gerade im Ährenschieben, während doch die Sorte Suez etwas später ist, die meisten Ähren gerade am Rauskommen und einige unterständige Ähren erst am Grannenspitzen. Also hier wäre für so spät ausgesäte Zeitpunkte noch der letztmögliche Zeitpunkt, eine dritte Düngergabe zu geben. Und ganz wichtig, hier natürlich auch die Krankheiten beachten. Jetzt relativ wenig Krankheitsdruck, aber Ramularia wird voraussichtlich wieder ein Thema werden. Auch hier im Abreifeschutz entsprechend Acht geben und entsprechende Maßnahmen je nach Lage und Infektionsdruck setzen. Ja, das war es soweit zum Thema aktuelle Bestandesführung, Abschluss der Bestandesführung bei der Wintergerste. Wenn ihr aber jetzt diese Bestandesführungsempfehlungen vom Frühjahr weg beobachten wollt, so quasi im Zeitraffer, habt ihr die Möglichkeit, euch für die digitalen Feldtage unter saatbau-feldtage.com zu registrieren. Und ab 10. Juni ist diese Seite dann aktiv. Da könnt ihr dann die Entwicklung der Bestände der verschiedenen Saatzeitpunkte, verschiedenen Sorten und die Auswirkungen darauf in der Bestandesführung aktuell verfolgen.